Und mit diesem wunderschönen Leck herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt, und zwar Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Gestart. Neues Spiel. Herzlich willkommen. Dies ist das Portal zur Welt der Pokémon. Bevor ich dich passieren lasse, muss ich dir ein paar Fragen stellen. Ich möchte, dass du alle Fragen ehrlich beantwortest. Bist du bereit? Nein. Gut, also wir kriegen jetzt einen Fragebogen. Mit so Typfragen. Also zum Beispiel, würdest du in ein Geisterhaus gehen oder sowas? Und dementsprechend wird ermittelt, welches Pokémon wir spielen, vom Typ her. Finde ich eine ganz nette Idee. Machen wir mal ordnungsgemäß. Ich habe mir ein bestimmtes Pokémon ausgeguckt. Mal gucken, ob ich es jetzt auf Anhieb hinkriege. Ansonsten habe ich da was vorbereitet. Gut. Dann fangen wir an. Im Straßengraben liegt eine Brieftasche. Ich gebe sie der Polizei. Juhu, sieht mich jemand? Wenn es hart auf hart kommt, machst du weiter? Jupp. Träumst du davon, einfach nur voll rumzuhängen und nichts Aufregendes zu tun? Nein. Stellst du dir oft Dinge vor, einfach weil es dir Spaß macht, sie sich vorzustellen? Ja, tue ich gerne. Das nennt man Fantasie. Wow, Leck. Wow. Dein Freund wird von einem Rüpel bedroht. Wie reagierst du? Ich stelle mich dem Rüpel. Ein Typ belästigt auf der Straße ein Mädchen. Wie reagierst du? Ich helfe ohne Zögern. Greif mit der rechten Hand an einen Finger deiner linken Hand. Moment. So. Welchen Finger hast du gegriffen? Den kleinen Finger. Dein Freund kommt nicht zur abgemachten Zeit zu einem Treffen. Wie reagierst du? Ich ärgere mich furchtbar. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ich bin ein Junge. Du scheinst der mutiger Typ zu sein. Mit einem starken Gerechtigkeitssinn. Du hast Böses. Du stellst dich jedem Gegner. Du bist ein wahrer Held. Mach weiter so. Für die Gerechtigkeit, für den Frieden. Kämpfe gegen die Mächte des Bösen. Sollte ich mich irren, dann arbeite daran, ein Held zu werden. Ein mutiger Held wie du sollte ein Macholo Okay, nehme ich. Ich wollte eigentlich einen Enton, aber ein Macholo ist irgendwie auch cool. Okay, nehmen wir einen Macholo. Kommen wir zum Abschluss. Wow. 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 Wen möchtest du als Partner wählen? Wähle das Pokémon, das du zum Partner haben möchtest, aus der Gruppe. Wow, das sind jetzt irgendwie mehr. Ich möchte gerne Pikachu. Das ist im einfachen Grund, dass ich einen Kampf-Pokémon habe. Das heißt, gegen alles gängige relativ gut bin, außer gegen Flug. Und Flug nimmt dann Pikachu. Ja. Wie heißt dein Partner? Mein Partner heißt ich mach's einfach. So. Klop. Nee, da. Top. Ja. Meine Güte, warum leckt das jetzt auf einmal so? Das ist doch scheiße. Entschuldigung. Ist dein Name Sven? Okay, ja. Okay, geschafft. Nun kannst du in die Welt der Pokémon eintauchen. Mach's gut. Okay, tschüss. Komische Stimme. Wo bin ich? Ist das ein Traum? Ich spüre eine angenehme Brise. Da spricht jemand. Wer kann das sein? Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, 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 Punkt. Wow, ganz viele Punkte. Er spricht richtig gut. Entschuldige. Hallo. Bitte wach auf. Meine Fresse. War das nicht so beleckt? Komm, mach endlich die Augen auf. Okay. Endlich bist du aufgewacht. Das ist großartig. Ich möchte eigentlich wirklich einen Enton spielen. Ach komm, was soll's, ich brech die Story. Ich will einen Enton spielen. Entschuldigung, aber nee, ich möchte einen Enton haben. Ich möchte immer noch ein Pikachu aus der Gruppe. Wie heißt dein Partner? Er heißt immer noch Sven. So.
Vor allem baue ich ihn jetzt hier in ein Spiel ein, das er überhaupt nicht leiden kann. Okay, geschafft. Nun kann er bla bla bla, das hatten wir alles schon. Wo bin ich? Ja. Leck. Wow, in so einer tollen Cutscene Leck. Ich höre eine angenehme Brise. Immer noch, da spricht jemand. Der spricht wieder so toll. Wer kann es sein? Bla bla bla. Entschuldige, hallo? Bitte mach auf, komm, mach endlich die Augen auf. Das hat mir gerade Déjà-vu. Anton! Hi, Anton! Endlich bist du aufgewacht, das ist großartig. Wo bin ich? Das sind jetzt Gedanken. Alles, was in Klammern steht, ist Gedanken. Du hast bewusstlos hier gelegen. Ich bin froh, dass du wieder wach bist. Ich bin Sven. Freut mich, dich kennenzulernen. Und du bist? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Meine Güte. Okay, wir spielen ja jetzt nur den ersten Part. Von daher, ich versuche das nächste Mal zu regeln. Wie bitte? Du bist ein Mensch? Aber du siehst genau wie ein Anton aus. Wirklich. Nein! Das stimmt! Ich bin Anton! No! Aber wie? Warum? Ich kann mich ja nicht erinnern. Du bist seltsam. Wie heißt du? Wie lautet dein Name? Er fragt mich ruhig zweimal, damit ich das beim ersten Mal erst recht nicht verstehe. Ich find's gerade unschön mit den Legs. Also so richtig unschön. Aber ich freue mich auf das Spiel. Das ist irgendwie cool. Ist der aber tot? Okay, ja, ist er. Das Spiel ist totaler Schrott, aber irgendwie lustig. Oh, du heißt tot? Nun, der Name klingt lustig, ja. Spaß. Irgendjemand, Hilfe, bitte, Hilfe! Ah! Sianna wird ja gleich wieder abgestochen. Oh, da hinten ruft jemand, ja, gut erkannt. Ist voll toll. Ist etwas passiert? Meine Güte. Jetzt wollte ich einmal die tolle Musik zeigen und dann sowas. Oh, kann ich trotzdem. Hört mal auf die Musik. Die ist voll episch, meiner Meinung nach. Wie fürchterlich, mein Raub ist in eine Höhle gefallen. Mein armes Baby. Was? Eine riesige Erdspalte hat sich plötzlich geöffnet und mein Raub ist hineingefallen. Es ist noch zu jung, um es selbst hinauszukrabbeln. Ah. Ja. Als ich meinem Baby helfen wollte, wurde ich plötzlich von Pokémon angegriffen. Bitte? Du wurdest angegriffen? Von anderen Pokémon? Sie sind durch die Erdspalte sehr aufgebracht und außer Kontrolle, denke ich. Ich bin zu schwach, um es mit wilden Pokémon aufzunehmen. Das wird nur aus meinem Baby werden. Oh, was soll ich nur tun? Oh, weh, oh, weh. Es hört sich schlimm an. Wir müssen ihm helfen. Einfach los. Nein, nein. Bitte gib dich zum Ziel, Leute. Ja, soweit war ich. Danke. Also. Wir sind in unserem ersten Dungeon. Im Kleinhain. Und es ist relativ lecklastig. Poké ist die Währung in dieser Welt. Sammle und spare Geld, um nützliche Items und anderes zu kaufen. So. Ach, komm schon. So. Ich hoffe, es geht jetzt. Wir haben ein Menü. Ja. Wir haben eine normale Attacke. Das ist die hier. Das ist im Prinzip eine Billigform von Tackle. So, und dann haben wir diese Attacken hier. Da kommt noch eine dabei. Ach, komm schon. Die wir dann fixieren können. Und dann mit L und A einsetzen können. So. Klar. Pikachu hat auch Attacken. Das hat Donnerschock und Heule. Diese Sternchen davor bedeuten, dass er sie einsetzt. So. Oh mein Gott, unser erster Gegner. Ein Sonnenkern und tot. Ja. Wir können
langsam laufen, wir können schnell laufen, wir können Level erreichen, Level 6. Oh, mein Level ist gestiegen, oh Gott. KP von Tod um 4, bla, Angriff um 1, Verteidigung 2, bla, 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 okay. Ach, komm schon, was ist denn jetzt das Problem? Gerade lief's einwandfrei. Und jetzt so ein Mist hier. Ihr müsst wissen, ich habe gerade schon mal eine Aufnahme gemacht, die mir aber zwischendurch einfach mal abgeschissen ist. Dann erreicht Level 6. Dann erreicht er lernt Rutenschlagen. Ja, er kriegt eine Menge Werte dazu. So. Ja, das können wir auch machen. Wir können uns drehen. Das wird hinterher noch wichtig, weil es. Na. Weil es hinterher taktisch wird. So. Du lässt mal Rutenschlag weg bei deinen Attacken und wir laufen mal weiter. Da ist eine Treppe. Ich weiß nicht, wo das Problem liegt, echt nicht. So. Gegner reagieren darauf, wenn ich agiere, ja. So, geht's, einsame Nähe. So, da ist die nächste Treppe, das sehen wir oben auf der Karte. Die blauen Punkte sind Items. Also nicht nur Geld, sondern auch andere Items. Vielleicht. Und diese blauen Vierecke, die in der Mitte nicht gefüllt sind, sind halt Treppen. Feinheiten 3. Am Laufen, bla. So, das ist eine Siedelbeere. Eine Siedelbeere füllt KP auf. Ne. Und zwar hier nicht so wie bei den Pokémon-Editionen auf dem... ja. Bei den Pokémon-Editionen halt. Nur 10, sondern wirklich eine Menge. Also, wenn ich noch 1 KP hätte, wäre ich wieder voll. Sagen wir mal so. Boah. Das ist ein Mist. Und er schläfert mich wieder ein. Mann. 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 So. Stirb, oh wei. So. Ja. Da ist noch eine Siedelbeere und die nächste Treppe. Ich mache einen Schnitt, das hat so keinen Sinn. Wir sehen uns gleich wieder. Ich guck mal, woran das liegt. Bis gleich und. Moment, ich mach gleich ein Zettel. Bis gleich und ciao, ciao.